Die Ausstellung Kokoschka, das Ich im Brennpunkt, im Leopold-Museum bietet neue Einblicke in das Leben des vielseitigen Künstlers. Die Erwartungen der Club Wiener Teemitglieder sind hoch. Ich erwarte mir von der Ausstellung ganz einfach noch mehr über Kokoschka zu erfahren. Ich kenne viele Bilder, aber ich möchte ein bisschen was Neues und Kokoschka ist eine große Liebe von mir. Ich war vor kurzem in Alma, a Show bis ans Ende, also mit dem Paulus Manka, und der hat ja den Kokoschka gespielt und das war einfach super. Zusätzlich bin ich deswegen hier. Die Werke des Künstlers Kokoschka sind den meisten ein Begriff. Bisher kaum bekannt war die Tatsache, dass sein Leben und Schaffen auch durch eine Vielzahl von Fotos dokumentiert ist. Es ist interessant, dass Oskar Kokoschka eigentlich diesem Medium gegenüber etwas skeptisch war. Es war ja praktisch Konkurrenz. Er war ja selbst ein Porträtist in erster Linie. Also er hat Städteporträts gemacht, aber auch Porträts prominenter. Und jetzt kam die Fotografie auf nach 1900, immer massiver. Da hat er das so ein bisschen scheel beäugt, hat aber dann sehr schnell erkannt, wie wichtig Fotografie ist, wie gut er auch sein Werk und sein Leben damit dokumentieren kann. So sind allein im Nachlass des Künstlers rund 5000 Fotos erhalten, die sich nun in der Wiener Universität für angewandte Kunst befinden. In Zusammenarbeit mit dem Museum Leopold ist so eine Ausstellung entstanden, die erstmals die Fotografie, also Kokoschka im Foto, seinen Werken gegenüberstellt, seinen Gemälden, seinen Zeichnungen, den Lithografien, den Plakaten, also all das, was er produziert hat. Er war ja ein Multitalent. Und diese interessante und vielschichtige Persönlichkeit sehen wir hier im Foto. Und gleichzeitig in den Gemälden. Eindrücklich dokumentiert sind so zum Beispiel Kokoschkas Reisejahre. Da drüben haben Sie die Schnapsüße, Sie können ihn reiten sehen, Sie können ihn im Wüstensand sehen. Also einfach der Mensch Oskar Kokoschka wird uns mit Hilfe dieser privaten Bilder ein bisschen vertrauter. Dabei ergänzt die Ausstellung den eigentlichen Schwerpunkt des Leopold-Museums, nämlich Egon Schiele. Wir haben hier tatsächlich die größte Schiele-Sammlung der Welt mit über 40 Gemälden und beinahe 200 Zeichnungen, Aquarellen und Gouachen. Gustav Klimt bildet den gemeinsamen Bezugspunkt. Sowohl Schiele als auch Kokoschka haben sich auf Klimt berufen und haben ihn als Vorbild angesehen. Sehr genau zeigen sich hier die Gemeinsamkeiten der beiden Expressionisten, die sich zu Lebzeiten nicht leiden konnten. Alle Regeln der Malerei ab der Renaissance, ab dem 16. Jahrhundert, werden ignoriert. Dass da das Publikum nicht folgen konnte, das ist eigentlich verständlich. Die suchen noch immer Schönheit, Ästhetik, wie damals halt im Jugendstil. Mir hat die Führung sehr gut gefallen und die Bilder in der Kombination mit den Fotos, das habe ich eigentlich so zum ersten Mal erlebt und das hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr interessant und eine ganz neue Perspektive. Facettenreich dokumentiert die Ausstellung den Werdegang der schillernden Figur Oskar Kokoschkas. Von den widerspenstigen Anfängen bis zum gesellschaftlich weit akzeptierten Künstler.